Deutschen sind das dickste Volk in Europa. 2020 werden über 70% übergewichtig sein. Obwohl wir uns aufgrund des reichhaltigen Angebots so gesund ernähren können wie nie zuvor, weiß keiner, was er essen soll und wie viel. Wissenschaftler streiten untereinander. Es gibt keine klaren Empfehlungen. Dafür boomt das Geschäft mit Nahrungsergänzungsmitteln. Vor allem künstliche Vitamine werden tonnenweise geschluckt. Doch dann der Schock. Hochdosierte künstliche Vitamine können gefährlich sein, denn Hypervitaminose droht, die Überdosierung an Vitaminen. Heute weiß man, Vitamine können nur im Zusammenspiel mit sekundären Pflanzenstoffen ihre gesundheitsfördernde Wirkung entfalten. Nicht einzelne Substanzen in möglichst hoher Dosierung, möglichst rein. Das ist die Idee aus der Pharmaindustrie. Eine Substanz möglichst konzentriert, möglichst rein zu haben, weil dann habe ich die größte Wirkung. Das klappt nicht. Unsere Gene gleichen denen unserer Vorfahren, den Jägern und Sammlern. Die mussten, um etwas zwischen die Zähne zu bekommen, erst einmal auf Jagd gehen oder Sträucher nach Beeren absuchen. Sie mussten sich also extrem viel bewegen, um zu überleben. Gegessen wurde vor allem Obst, Gemüse, seltener Fleisch und Fisch. Genau diese Ernährungsweise erwartet unser Organismus noch heute. Sich gesund zu ernähren, ist also ganz einfach. Unser Organismus braucht Mikronährstoffe. Zu den wichtigsten zählen Vitamine. Diese können wir nicht selbst bilden. Wir müssen sie zu uns nehmen. Vitamine, besonders A, E und C, sind vergleichbar mit Polizisten, die in unserem Körper patrouillieren. Man nennt sie Antioxidantien. Sie bekämpfen zerstörerische Moleküle, die unsere Zellen angreifen. Unser Körper verfügt also über ein perfektes Abfangsystem. Sobald eine Zelle angegriffen wird, kommen die Polizisten und beseitigen die Übeltäter. Die Übeltäter sind die freien Radikale. Sie sind sozusagen die Terroristen, die uns angreifen. Sie entstehen bei jedem Atemzug, jedem Herzschlag, jeder Bewegung. Freie Radikale greifen unsere Zellen an und zerstören sie. Wenn sie zuschlagen, können freie Radikale innerhalb von Sekunden 100.000 Elektronen entreißen. Wir stehen unter Trommelfeuer. Jede Körperzelle wird täglich 10.000-fach attackiert. Bei 70 Billionen Zellen macht das 7 Trillionen Radikalangriffe. Jeden Tag. Wir würden zugrunde gehen, gäbe es nicht unsere Polizisten, die uns vor den Angreifern schützen. Vitamin A, C und E sind also die Retter. Antioxidantien, die freie Radikale einfangen und so unsere Zellen schützen. Normalerweise wird unser Körper mit den Angriffen der freien Radikale fertig. Problematisch wird es, wenn freie Radikale die Oberhand gewinnen. Aber die täglichen Großangriffe der freien Radikale kann der Körper abfangen. Dank der Vitamine. Da der Körper unglaublich viel verschiedene Substanzen braucht, glaube ich, ist es grob fahrlässig, dem nur irgendein paar billig herzustellende Modivitamine zu geben. Dürfen wir also gar keine Nahrungsergänzungsmittel mehr zu uns nehmen? Fest steht, zu wenig Vitamine rufen Mangelerscheinungen hervor. Zu viele können gefährlich sein. Als gesichert gilt, dass künstliche, hochdosierte Präparate für den menschlichen Körper ungeeignet sind. Wir können Vitamine in künstlicher Form nicht richtig verarbeiten. Zu wenig scheint wohl nicht richtig zu sein und zu viel kann genauso schädlich sein. Und das zeigt sich eben jetzt, dass wir uns da in einem Irrglauben befunden haben, wenn wir immer gedacht haben, Vitamine viel hilft viel oder wenn man zu viel nimmt, den Rest aber wieder ausscheiden und so. Da kann es ja offenbar schon sein, dass es das Leben verkürzt. Natürliche Vitamine hingegen sind in jeder Dosierung ungefährlich. Einer der Gründe: Die Vitamine wirken gemeinsam mit den sogenannten sekundären Pflanzenstoffen. Einige von diesen sekundären Pflanzeninhaltsstoffen sind wie Vitamine Antioxidantien, schützen die Zelle vor schädlichen Einflüssen, reduzieren die Zellalterung beispielsweise, andere verhindern oder stärken das Immunsystem, beeinflussen Entzündungsparameter, können Krebserkrankungen reduzieren. Das heißt, die sind für uns Menschen sehr, sehr wichtig. Wenn eine Pflanze wächst, lagern sich besonders unter ihrer Oberfläche Stoffe an, die sie schützen.
Es gibt 30.000 verschiedene sekundäre Pflanzenstoffe. Die Pflanze bildet sie, um sich gegen Insekten, Sonnenstrahlen und Schädlinge zu schützen. Früher nahm man an, dass sie für den Menschen unbedeutend sind. Jetzt ist klar, dass sie zusammen mit den Vitaminen unsere Zellen schützen. Man kann zusammenfassend sagen, dass wir wissen inzwischen, dass über die etablierten 13 oder 15 Vitamine hinaus es viele, viele sekundäre Pflanzenstoffe, Mikronährstoffe in Obst und Gemüse, und das ist der Schwerpunkt Obst und Gemüse, gibt, die wir für den täglichen Betrieb dieses Körpers brauchen. Der Körper braucht sie essentiell, sonst kann er seine Aufgabe nicht erfüllen. Eine Portion ist eine Handvoll Obst und Gemüse. Und das bitte 8-mal am Tag. Essen Sie also viel frisches Obst und Gemüse und vor allem abwechslungsreich. Alle Farben sollten vertreten sein, wie in einem Regenbogen. Dann sind Sie mit fast allen Nährstoffen versorgt. Soweit so gut. Aber wer hat schon die Zeit, 8 Portionen Obst und Gemüse am Tag zuzubereiten und zu essen? Unser Lebensstil ist hektisch. Wir haben keine Zeit. Also doch der Griff zum Nahrungsergänzungsmittel? 95% wissen, was sie tun sollten. Sie schaffen es aber nicht. Sie sagen auch ehrlich, 10% oder 15%, ich schaffe es zeitlich nicht, ich schaffe es vom Durchhalten her nicht, der Aufwand ist mir zu groß oder. Das heißt, wir müssen uns intelligente Lösungen für unsere Zeit einfallen lassen, um dieses Problem zu lösen. Es gibt Hersteller von Nahrungsergänzungsmitteln, die auf die neuesten Forschungsergebnisse reagiert haben. Anstatt künstlicher Imitate produzieren sie Ergänzungsmittel, die nur natürliche Stoffe enthalten. Die Basis dieser Produkte ist Fruchtsaft und Fruchtmark. Wenn man in der Lage ist, die wesentlichen Dinge aus Obst und Gemüse zu konzentrieren, kann man mit diesem Konzentrat genauso wie mit Obst und Gemüse für den Körper den entsprechenden Effekt erreichen. Die Firma Juice Plus aus der Schweiz lässt für ihre Vitaminpräparate verschiedene Obst- und Gemüsesorten auf dem Höhepunkt ihrer Reife ernten. Anschließend werden die Früchte sofort gereinigt und zu Saft verarbeitet. Dann wird der Saft getrocknet und pulverisiert und schließlich in Kapseln gefüllt. Nicht wenige künstliche Vitamine in hoher Dosierung, sondern eine bestimmte Dosierung, dafür aber eine ganz große Vielfalt von verschiedensten Mikronährstoffen, die sich untereinander ergänzen. Und diese findet man eben nur in natürlicher Nahrung. Wir können sie nicht nachmachen. Unser Fazit ist, Vitamine und Mikronährstoffe sind vor allem in ihrer natürlichen Form in frischem Obst und Gemüse für den Körper am besten. Bis heute weiß niemand genau, wie viele Nährstoffe der Körper wirklich braucht. Wir wissen nur, dass natürliche Nahrung am gesündesten ist. Wenn Sie auf Vitaminpillen zurückgreifen wollen, dann nur natürliche auf pflanzlicher Basis. Sie sind gering dosiert und haben die ganze Bandbreite der Vitamine und sekundären Pflanzenstoffe. Fassen wir also nochmal zusammen. Künstliche, hochdosierte Vitamine scheinen in eine gesundheitliche Sackgasse zu führen. Trotzdem mangelt es überall an sinnvollen Informationen, die dem Verbraucher wirklich helfen. Wir von Welt der Wunder schließen uns der Meinung der Experten an, die sagen, wenn schon Nahrungsergänzungsmittel, dann diejenigen, die die Vielfalt von Obst und Gemüse weitestgehend nachahmen.